Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Ihr seht es wahrscheinlich schon, neuer Gaming-Stuhl hier. Richtig nice. Und neues Lied von Weeknd. Das ist schon länger draußen, aber kam noch nicht dazu. Aber ich muss sagen, den musste ich einfach jetzt abchecken, weil Lied des Jahres, also 2020 Lied des Jahres. Und er hat ja schon mal 2017, glaube ich, Lied des Jahres gemacht. Und das war sehr, sehr stark von Pete produziert. Und jetzt wieder, also wie immer, von Friedrich van Zandt produziert. Und zwar hat hier sogar jemand mitgewirkt, und zwar Timo Hauer. Ich denke, ein Sänger. Den kenne ich nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähnlich wie Elektrokabel. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Also die Messlatte mit dem das Lied des Jahres 2017 ist halt sehr hoch. Ne? Das ich kann mir nicht vorstellen, dass das krasser wird, aber wir gucken uns das mal an. Genau, also Corona wird sicherlich ein großes Thema sein. Donald Trump. Ja, auch die Brände und so. Flüchtlingslager. Ah, okay. Timo Hauer ist das anscheinend und der fängt jetzt hier direkt mal an, irgendwie so zu singen, habe ich mir schon fast so gedacht. Geht fast schon in Richtung Rock. Krass, geht echt in so eine Richtung Rock. Schöne Stimme. Ey, coole Stimme, muss ich sagen. Cooles Feeling. Das ist was ganz anderes, so ein bisschen alternativ. Aber ich feiere ich irgendwie. Wow. Krass, das ist total irgendwie Oldschool-Feelings, auch wenn ich mit so einer Musik nie wirklich warm geworden bin und mir das nie angehört habe. Aber irgendwie, der Beat ist so. Also ist schon, es geht schon ein bisschen in Richtung Rock so. Ich kenne mich halt mit Rock wenig aus. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man das hört, dann denkt man nicht an einen Weekend-Song. Bin gespannt, wie sich das noch wandelt. Ich muss sagen, vom Gesang, es klingt sehr schön. Der Gesang ist sehr, sehr gut. Ja, genau, das haben wir auch mitbekommen, dass sie dem AfD-Abgeordneten keine Hand gegeben hat. Boah, ich finde diese politischen Themen auch, wie er dies verarbeitet in Songs, immer super. Und auch sehr spannend, das Ganze jetzt hier als Recap zu sehen. Genau. Australien, die großen, großen Waldbrände. Was ist da passiert? Nice. Hat uns radikalisiert. Radikalisiert. Den Clip kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, was das ist, was da war. Jeder Bauern-Ingo macht jetzt seine ich finde das so nice. Wenn er hier wieder über politische Sachen rappt. Ich muss sagen, relativ sanfter Einstieg von ihm, Beat auch recht sanft. Was ist da passiert? 2020. Aber der Synth im Hintergrund ist nice. 2020 hat uns radikalisiert, ja. Aber eigentlich hat uns jedes letztes, also es wird immer schlimmer, jedes Jahr mehr. Jeder Bauern-Ingo. Was war das jetzt hier? 2020 hat uns radikalisiert. Oh, die Rechte, ja, okay. Also Nazis wieder. Ingo macht jetzt sein auf Mini-Hitler. Was, Ingo? Hat uns radikalisiert. Jeder Bauern-Ingo macht jetzt sein auf Jeder Bauern-Ingo macht jetzt einen auf Mini-Hitler. Ich bleib ein militanter Twitter nach links grün versifft. Bauern-Ingo macht jetzt sein auf Mini-Hitler. Ich bleib ein militanter Twitter nach links grün versifter. Ich bleib ein militanter Twitter-Links, was? Ah, Twitter-Links und Grünversifter, glaube ich, sagt er. Das kam geil. Und spür nichts mehr. Boah, dieses und spür nichts mehr. Das kam richtig nice rein. Okay, Corona. Und geh frühestens wieder raus, wenn Krieg ist. Okay, also es ist schon düster. Ich meine, 2020 war ein absolutes Drecksjahr und ich finde, er bringt das hier auf jeden Fall, auch von der Stimmung, vom Beat, vom Song, bringt das sehr gut rüber, wie es war. Ich muss sagen, ich finde den Song bisher richtig, richtig, richtig gut. Yeah, okay, Homeoffice. Okay, hier wieder Bereitschaftspolizisten, Feuerwerk und Chaos und so. Jetzt kommen so Hi-Hats rein. Also der Beat ist schon. Es ist ruhig, aber hat auf jeden Fall was.
Der Beat ist schon nice, auch immer dieser Donald Duck-Einschnitte. Da war Hakenkreuz. Guter Reim. Bitte schieß mir mit dem Wasserwerfer ins Gesicht. Okay, ich weiß nicht, was das für ein Brand war. Sieht tatsächlich aus wie Griechenland. Könnte das könnte das Flüchtlingslager sein. Moria oder wie das heißt, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, also die Hook, die geht schon gut rein. Durch dieses Corona, ne, wurden so Sachen auf jeden Fall ziemlich vergessen. Das mit dem Flüchtlingslager Moria. Also Corona hat schon auf jeden Fall so die Aufmerksamkeit sehr auf sich gezogen, so. Bild begleitet Mallorca Urlauber? Hab ich nicht, also verstehe ich jetzt nicht. Okay, glaube ich auch wieder Massentierhaltung und so. Oder halt Tierquälerei. Alles wird komisch hier, alles bedrohlich hier. Der Boomer Gruppenchat ist voller Witze über Klopapier. Jetzt kommt das Corona-Thema wahrscheinlich. So ein bisschen Klopapier. Instagram wird jede Woche abgefahren. Chat ist voller Witze über Klopapier. Der Müll auf Instagram wird jede Woche abgefahren. Ja, Instagram, die Social Media ist auch, also es wird immer schlimmer, auch TikTok und so. Die Corona-Zeit tat den Social Medias nicht gut. Also finanziell natürlich, so. Aber es ist einfach, es ist, das meiste ist einfach nur noch Bullshit, so. Und das ist schon lange so, aber gerade dieses Jahr besonders, besonders heftig. Der Wendler, seine Laura und die Ja, okay, schön, schön. Im Mittelmeer hier noch, das ist nicht schön. Aber die Kasselianer auf jeden Fall. Der Wendler und die Laura, genau. Die Kasselianer. Sea-Watch. War das nicht sogar die Organisation, für die Tour auch Werbung gemacht hat? Ich glaube schon. Also halt für eine Initiative, die sich dann für Rettung von Leuten im Mittelmeer einsetzt. 15 Euro PayPal. Sehr stark. Sind wir ehrlich, was in Moria passiert, ist nicht so cool. Ja. Parallel dazu überall dieses Trump-Gesicht. Boah, ich krieg gerade Gänsehaut, weil die Welt, also weil es echt so schlimm ist, ne? Ich dachte nicht, dass Boah, geiles Acting von ihm. Moria passiert, ist nicht so cool. Parallel dazu überall dieses Trump-Gesicht. Ich dachte nicht, dass der Weltuntergang so fucking hässlich ist. Hallo George Floyd, den Polizeichat. Wow. Liegt da nur relativ. Ui. Alter. Jetzt kommt er auf dem Rockbeat. Hanau, George Floyd. Warte mal, war das mit Hanau und dieses Jahr? Das kommt mir schon wieder so lang vor. Doch, das könnte sein. Ja, doch. Im Polizeichat Hakenkreuze. Oh, shit. Ja, die Polizei, die Verschiebung nach rechts, rechtsextrem, auch in der Polizei, ganz enorm. Ganz heftig. Und auch super schlimm, dieser Rechtsruck innerhalb der Polizei, das ist echt. Das ist echt krass. Schön, ich glaube, es war kein sein Jahr so wirklich. Auch schön, wie der Timo da im Hintergrund die Background-Vocals macht. Kommt sehr gut, kommt sehr, sehr gut. Ja, ja. Sag, welcher Urlaub war geplant? Das könnte man jetzt auch wieder ein bisschen, also ich neige wieder dazu, das ziemlich zu überinterpretieren. Es gab keine Partys. Und ich find's nicht schlimm. Also generell so Partys, ich bin ja überhaupt kein Partymensch. Ey, ich krieg jetzt fast schon Ohrwurm, ey, die Hook ist nice, Mann. Ey, das Video ist richtig gut aufgebaut. Eher so schwarz-weiß im Drecksding. Im, keine Ahnung, was das ist. Wie so eine Stasi-Zentrale. Und vom Greenscreen Weekend. Das erinnert mich ans Musikvideo von Dame, Tagträume. Wo so verschiedene Szenen halt einfach im Hintergrund abgespielt werden, die teilweise sogar auf sein Gesicht schimmern. Sehr, sehr geile Inszenierung von dem ganzen Projekt.
dickes Ding. Also es ist was anderes als das andere Lied des Jahres, das ist mir eigentlich schon, das war mir schon klar. Aber auf seine Weise ist es ein sehr, sehr guter Abschluss für 2020 und ein sehr starker Weekend-Track. Ja, ist schon, es hat schon was. Mit Maske. Weltuntergang. So vom Aussehen hat er auch ein bisschen was von James Blunt, ne? Horlight? Was? Was? Horlight? Hey, was heißt das? Horlight? Verstehe ich nicht. Ich dachte jetzt schon irgendwie so, oh, neues Album angekündigt oder so. Die letzten Singles von ihm haben wir leider nicht als Reaction angeschaut, da hatte ich irgendwie andere Sachen zu tun, ich weiß nicht. Schade eigentlich. Aber es hat mir sehr gefallen, wieder eine Weekend-Reaction zu machen auf Oldschool-Basis und fand ich sehr stark. Habe ich schon gesagt, also ich dachte schon neues Album, bla bla, vorbestellen. Und Timo Hauer hat auch eine Single rausgehauen. Ja, also auf jeden Fall gute Anknüpfung an das andere Lied des Jahres. Ich würde mir wünschen, wie Statusbericht bei Private Paul, dass jedes Jahr irgendwie so ein Resümee kommt. Auch bei Moneyboy Rap Up 2020 fand ich sehr, sehr stark. Ja, ich mag so thematische Sachen einfach, auch die so ganz viele Sachen eben thematisieren. Sehr gut auf den Punkt gebracht, sehr hart, sehr schroff, aber halt auch eben passend. Okay, Leute, das war's. Ich fand's sehr geil. Wir sehen uns bald wieder und ciao.